Unter den Ketten trifft der Ritter ein markiertes Leinenhemd und um die Schwere des Kettenhemdes abzufedern, an den Füßen, an den Beinen, Kettenstrümpfe, die mit langen Lederriemen an einem Ledergürtel angeschnallt worden sind. An den Händen Ketten, Handschuhe und auf dem Kopf die Hellenbrunde. So, das war so ein Gerät hier. Einmal über den Kopf gezogen, etwas über die Augen, damit die Augen auch geschützt waren.